herzlich willkommen zu einem weiteren Bindevideo. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute zeige ich dir einer meiner besten Eschennymphen. Ich habe lange überlegt, ob ich ein Video drüber mache oder nicht. Ich finde, die Nymphe sollte verboten werden. Also nach der Pheasantail-Nymphe mein All-Time-Favorite. Und zugleich auch so einfach und easy gebunden wie keine andere. Ich habe eingespannt einen Curved Hook, einen relativ feinen, und zwar einen Fulling Mill, den 35065 und darauf eine Tungstenperle in 3,3 mm in Kupfer. Auf eine zusätzliche Beschwerung verzichte ich hier. Der Tungstenkopf ist mir schwer genug. Ihr könnt natürlich jetzt hier noch ein bisschen Blei drauf machen, wenn ihr noch tiefer runterkommen müsst. Als Körper kommt der Uni. Ne, der UTC. Ich verwechsel immer Uni mit UTC. Ne, der UTC. 280 in Shell Pink. 140 funktioniert auch, aber da wir den Körper aufbauen müssen und bei einem 12er Haken geht das mit einem 280er ein bisschen schneller und einfacher. Ich beginne mit der Grundwicklung, ganz normal. Die Grundwicklung ist auch gleichzeitig die Körperwicklung und hier, wie bei ganz vielen meinen Fliegen, immer den Bindefaden schön aufdrehen. Die Rippung ist UTC 70 in Fluo Green. Diesen binde ich jetzt direkt schon am Anfang mit ein, dass er unten drunter liegt. Leg ihn mir hier rüber. Dreh Bindefaden wieder auf. Guck, dass alles schön eingefangen ist und bilde mir meinen Körper. Lasst euch hier Zeit, schaut, dass der Körper schön aufgebaut ist und immer wieder aufdrehen, dass der Körperfaden flach bleibt. Sonst bekommt ihr Rillen und Riefen drin und ich finde, das sieht nicht schön aus. Der Körper kann ruhig etwas dicker werden. Ja, jetzt seht ihr hier, wie es sich aufspleißt, zu stark aufspleißt. Da müsst ihr immer ein bisschen strammer ziehen oder ein, zwei Wicklungen zurückgehen, dass er wieder ein bisschen zusammengeht, dass der Übergang hinten schön ist. So. Wieder ein bisschen aufdrehen. Das genügt schon. Kopfknoten oder ein Half Hitch hinter der Perle sichert mir den Körperfaden hier. Den brauchen wir jetzt nicht mehr. Jetzt geht es weiter hier mit dem UTC 70. Ich mal guck mal, ob man das in die Kamera reinkriegt. Na, nicht, okay, ein bisschen. Auch diesen drehe ich mir ein bisschen zusammen, also genau das Gegenteil vom Körperfaden, dass er nicht flach wird, sondern ein bisschen rund wird, und mache eine schöne Rippung über die Fliege bis nach vorn, und auch hier fange ich wieder mit einem Kopfknoten den Bindefaden ab, schneide den Rest ab und legt den Faden auch wieder beiseite. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Schritt. Ihr müsst den Körper mit einem sehr flüssigen Bindelack lackieren. Der muss flüssig sein, dass er ein wenig in den Bindefaden eindringt. Und dadurch wird die Fliege transparent. Der Körper wird irgendwie so ein bisschen durchscheinend.
Das Ganze lasst ihr nun eintrocknen. Ich lege es meistens jetzt rüber und wenn es getrocknet ist, ich mache immer 5 Stück in einer Reihe und dann geht es weiter. Hier lasse ich jetzt ein klein bisschen antrocknen. Das geht relativ schnell. Aber ich möchte euch jetzt noch gerne zeigen, also die Nymphe sieht ja hier jetzt komplett unscheinbar aus. Die Rippung kommt gar nicht so toll zur Geltung, obwohl es ein fluoreszierender Faden ist. Aber ja, man glaubt oder glaubt nicht dran. Ich mache euch noch mal das Licht aus. So, und gehe mal mit einer UV-Lampe dran und schaut mal, was sich hier tut. Ja, ich will nicht überstrahlen, da überstrahlt wieder, ja. Schaut mal, wie doch die Rippung und der Faden dann letztendlich unter UV-Licht sich verändert. Und vielleicht ist genau das ausschlaggebend für die Esche. Ich weiß es nicht. So, der ist getrocknet. Jetzt kommt der Unifaden Uni 8.0 in Schwarz. Und ich mache einen etwas breiteren Unterwicklung vom Thorax. Ich möchte gern, dass der Thorax ein wenig dunkel durchschimmert. Drehe hier den Faden auf und ein bisschen Hasenohr in Natur und ein bisschen die Unterwolle habe ich mir hier fertig zusammengemischt aus einer Maske. Wie gehabt, ich spalte mir meinen Faden. So. Entnehme mir eine kleine Portion, ziehe diese lang. Ja, guck mal, so. Dreh dich. Hier, nur eine relativ kleine Portion. Und jetzt verspinne ich wieder den Bindefaden, um das Ganze natürlich zu sichern. So, noch ein klein bisschen und schwuppdiwupp entsteht so ein Dubbingstrang. Mit den Fingern noch ein bisschen drüber gehen und die losen Haare raus. Und diese werden einfach nur in zwei Wicklungen über dem schwarzen Thorax gelegt und festgezogen. Und jetzt, ihr habt einen dünnen Bindefaden, einen 8-0er. Den müsst ihr jetzt unbedingt auch wieder entdrallen, bevor ihr den Kopfknoten macht. Ihr seht das immer sehr schön, wenn, jetzt habe ich schon zu stark gedreht, wenn sich der Bindefaden ineinander wieder krüsselt, wenn ihr den Druck wegnimmt. Und dadurch reißt man sich sehr oft auch den Bindefaden beim Kopfknoten nochmal ab. So, ein bisschen stramm ziehen. Zwei Kopfknoten. So. Kurz abschneiden. Und fertig ist eine Eschenfliege, die eigentlich verboten sein sollte. Aber so einfach nachzubinden und wirklich, wirklich sehr, sehr effektiv. Ich werde von dieser Fliege euch auch noch ein Video am Wasser machen und zeigen, dass die auch funktioniert. Aber meistens hat man dann wieder den Vorführeffekt und es funktioniert nicht. Wir schauen mal, was wir da hinkriegen oder was ich da für euch hinkriege. Ihr könnt den Haken natürlich auch euren Vorlieben anpassen. Ihr könnt einen stärkeren Haken nehmen, zum Beispiel den Tunkerhaken, der ist auch sehr gut geeignet. Oder ein Gamakatsu B100, ein Klassiker, funktioniert. Aber ich mag ihn hier auf diesem Fulling Mill wieder hakenlos. Damit habe ich sehr, sehr, sehr gute Ergebnisse erzielt. So, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbinden. Bei dieser recht einfachen Anfängerfliege, sage ich mal. Im Fliegenbinden ist ja das hier jetzt kein Hexenwerk. Bleibt mir gesund. Liken, subscriben und was noch so da bei YouTube alles zu machen gibt. Glocke, damit ihr informiert werdet.
Ja, bleibt gesund. Bis zum nächsten Video. Euer Marco.